Jö, wir wollen da rein. Vor noch mal kurz schlafen. Und magisches Auge, die hatten wir schon geplündert. Ja, den einen roten Punkt, da würde ich eigentlich noch ganz gerne umbringen, aber. Nee, machen wir später. So, verlassener Tempel. Seltsame quietschende Geräusche erschallen von hinter der Türe. Einst war dies ein Tempel von Ba. Aber ein übler Fluch hat die Bewohner vertrieben. Oh, Fledermäuse. Hey, wo sind wir? Wir sind in einem verlassenen Tempel von Ba und das sind richtig viele Fledermäuse. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nichts wie weg. Nichts wie weg, richtig. Und da ist der eine Goblin, den wir gesucht haben. Na komm schon. Ja, 2 K.O., 2 vergiftet. Warum hast du den Flammenpfeil nicht gesprochen? Ach, geht vielleicht nicht im Nahkampf. Okay. Ja, wir sollten ganz schnell zum Tempel. Und danach zur Taverne, einmal schlafen und Proviant kaufen. Also wir könnten jetzt auch unsere Reagenzien benutzen, um Gegengifttränke zu brauen, aber das ist doch ein bisschen Verschwendung jetzt am Anfang. Wo der Tempel gerade so nebenbei ist. Können wir behilflich sein? 40 Gold. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Möge das Glück mit dir sein. Nein, das Glück ist definitiv nicht mit mir. Du weck mal sie auf, bitte. Oh, sie schläft trotzdem noch. Hallo. Also, schlafen. Gegengift brauen. Roter Trank. Blauer Trank. Bist du ein Gegengift? Ja, Gift heilen. Es ist zu lange her. Das ist wirklich ein Problem. Hallo, komm herein, komm sofort. Also müssen wir jetzt doch die 40 Gold jeweils zahlen, um das Gift loszuwerden. Ah, müssen. Hab ich. Also der Trank hat nicht funktioniert, weil die Vergiftung zu lange her ist. Es ist ein bisschen anders hier als in MM7. Oh, und Kirogan ist umgekippt. Nicht aus Versehen einen Zivilisten treffen. Also ein bisschen anders als bei MM7. Also gerade Wiederbeleben, Gift, Krankheiten und so weiter, die müssen möglichst schnell kuriert werden. Also Gift und Krankheiten können sonst nicht mehr geheilt werden durch normale Zauber. Und für Wiederbelebung wird es halt richtig teuer später. So, den Rest können wir so heilen. Jo. Möge das Glück mit dir sein. Zauberpunkte brauchen wir noch und ein paar Lebenspunkte, die kriegen wir aber hier. No. Lebenspunkte hier drüben. Ne, vorübergehend 10 Stärke. Oh, ist auch okay. Bist du Lebenspunkte? Ja. Sehr gut. Wir haben ein bisschen was zum Verkaufen, aber nicht so wirklich viel. Kenn ich nicht. Das kennst du nicht. Haben wir vielleicht schon eine Stufe? Nein. Okay, dann lohnt es sich nicht wirklich hier irgendwas zu machen. Also, zurück zum Tempel. Diesmal hoffentlich die Fledermäuse schneller umbringen, bevor sie uns vergiften können. Die Leiche kommt auch noch mit. Zing. Und wir sollten vielleicht mal auf den rundenbasierenden Modus wechseln. Jetzt am Anfang gerade. Das ist ja doch ein wenig happiger als gedacht. Klick, klick. Rundenbasierend. Flammenpfeil. Hast du irgendeinen Angriffszauber? Spiritueller Pfeil, ja. Und Segen? Nimm, 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 nimm. Gesegnete Charaktere haben eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit, Monster im direkten Kampf und mit Geschossen zu treffen. Gerogon. Und verfehlt gleich. So, dann wechselst du jetzt auch mal auf spirituellen Pfeil. Okay, die sind dran. Sehe keine Zauberpunkte mehr. Und die Vampirfledermaus scheint das stärkste Fledermaustierchen hier zu sein, ne? Gift, nicht gut. Komm schon. Aha, Fledermaus ist tot. Also, Vampirfledermaus. Und bevor ich es näher vergesse, mache ich jetzt ganz schnell einen Gegengifttrank, der jetzt hier eigentlich funktionieren müsste. Es aber nicht tut.
weil sie krank ist. Ja, okay. Das heißt, wir bräuchten eigentlich gelb und rot, aber wir haben keine roten Reagenzen mehr. Das ist jetzt peinlich. Und ich denke auch nicht, dass wir welche hier drin finden werden. Dafür finden wir Gold. Ein Knüppel, der eine Münze wert ist. Ein leeres Fass. Und ein Fass mit blauer Flüssigkeit. Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Aha. Du weißt. Und du weißt, dass ein Bogen besser ist als eine Armbrust, also kann die Armbrust da weg. Oh, mehr Flatter. Das ging schnell. Nächster ist krank. Ich denke, an der Krankheit können wir erstmal nichts machen. Und ich öffne die Türen erst, wenn hier ein wenig mehr Sicherheit herrscht. Also, noch mehr Fledermäuse. Nee. Gut, also um den Eingangsbereich zu sichern, müssten wir jetzt... Erste Hilfe. Müssen jetzt die beiden Türen auch noch öffnen. Aber ich höre es zischeln. Das ist nicht gut. Außerdem haben wir fast keine Zauberpunkte mehr. Du kannst weg, du kannst weg. Aha. Du kannst auch weg. Ich weiß nicht. Du bist die Falsche. Ah. So. Hier nicht. Hier nicht, nee. Okay, gucken wir mal. Ah, da ist eine Schlange. Die vergiftet bestimmt. Also wir haben Vampirfledermäuse, die krank machen, und Kobras, die vergiften. Das ist schon mal ein sehr sympathischer erster Dungeon. Geh weg. Also später wird das kein Problem sein, wenn wir die Zauber haben, um Vergiftung zu heilen und Krankheit zu heilen und ganz viele Reagenzien und so. Aber das ist noch nicht der Fall. Oh, das könnte jetzt ins Auge gehen. Oh, 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 oh. Tod. Tod ist nicht schön. Vor allem auch teuer. Das alles nur, um den ersten Bereich freizubekommen. Ja. Vielleicht sollten wir doch erstmal die ganzen Gegner hier draußen töten, ne? 250 Gold. Und immer wieder Begegnung. Ich sollte mir abgewöhnen, hier draußen zu schlafen. Aha. Wow. Nicht aus Versehen Zivilisten treffen, nicht aus Versehen Zivilisten treffen. Armer Geogon. Das Schreien ist echt krass. So, was ich aber eigentlich gucken wollte, ist, ob unsere gute Schützin krank ist. Das sehe ich nämlich erst, wenn sie nicht mehr K.O. ist. Nee. Hier nicht. Hier nicht. Hier. So, alle gesund. Magisches Auge. Und ja, wir halten das auf dem Tempel feiern. Wir werden jetzt die ganzen Massen an Gegnern, die hier draußen rumschwirren, erstmal töten. In der Hoffnung, dass wir davon einen Stufenanstieg bekommen. Außerdem, wie wir gerade gesehen haben, finden wir hier draußen die Reagenzen, die wir brauchen, um die Krankheitsheilungstränke herzustellen. Das war doch gelb und rot, oder? Gucken wir gleich mal. Erstmal alles einsammeln. Und da sind ganz viele rote Punkte. Die schnappen wir uns. Also versuchen wir uns zu schnappen, indem wir 10 Mal hinlaufen, 1, 2 töten, wieder zurücklaufen. Ja, wir sind Helden. Das ist so ähnlich. Ah, der will fliehen. Na komm, du bist angeschlagen. Tot. Zwei sind tot. Und erste für uns, go. Keine gute Quote. Echt keine gute Quote.
wirklich? Hatten wir schon geplündert. Stimmt, hier war der Experte für antike Waffen. Komm schon. Stirb. Aha. Drei tote Goblins. Und Talana ist wieder umgekippt. Ich sehe ein Muster, was Talana angeht. Oh, da hinten ist ein einzelner Goblin. Leichte Beute. Zing, zing. Tot. Also, vier Goblins. Schlafen. Länger schlafen. So. Und wenn wir den ganzen Ausmaß des Horrors sehen, dann geschossen, die auf uns zugeflogen kommen. Waha, zaubern. Stirbst du wohl mal? Eins. Keine Sorge, es wird später besser. Ich bin halb versucht, jetzt doch nach Castle Ironfist zu reisen, um allen Mädels Bogenkampf beizubringen. Ah, muss ich gucken. Es werden ja langsam weniger. Oh, Erfahrungspunkte. Sehr schön. Haben alle genug? Ja, sauber. Das könnte schon mal einen kleinen Unterschied machen. Also zum einen haben wir mehr Zauberpunkte, zum anderen machen die Zauber mehr Schaden und wir halten mehr aus. Das dürfte sogar ziemlich viel ausmachen. Also, verabschieden wir uns von den Jungs. Auch wenn es Spaß macht, sich hier zu prügeln. Wir wollen unseren Stufenanstieg. Und die Fertigkeitspunkte primär. Dann kriegt Gerugon mehr Bogen. Und die Schützin auch mehr Bogen. Talana bekommt mehr Feuer. Und Lei. Ja, müssen wir gucken. Okay. So. Also, 5 Punkte. Bogen. Schwert. So, du, Bogen, Bogen. Du, Feuer. Ich glaube, der Feuerpfeil macht nicht mehr Schaden, je mehr Feuer er hat, sondern er zaubert noch schneller oder so. Gucken wir einfach kurz. Gleiche Trefferwahrscheinlichkeit wie ein normaler Pfeil. Der Pfeil richtet 1 bis 8 Schadenspunkte an. Ja, ist vollkommen egal, wie hoch unser Feuerwert ist. Das ist schade. Heißt aber für mich, wir erhöhen bei ihr nicht nochmal Feuer, sondern lieber erkennen, damit wir die Sachen nicht identifizieren müssen. Wie zum Beispiel das da. 2 bis 4. 2d4, also 2 bis 8. Und 2d5 plus 3 ist besser. So, reparieren haben wir noch gar nicht, ja? Nee, hast du nicht. Du brauchst reparieren. Bei Zeiten. Geschlossen. Oh, und sie brauchen noch Punkte. Verteilung. Handeln, ne? Jo, ich glaube, das macht am Anfang jetzt am meisten Sinn. Also, Sachen verkaufen. Suchst du eine Waffe? Weg, 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 weg. Oh, wir haben ihn. Wir haben ihren Bogen verkauft. Der sollte eigentlich nur da bleiben. Hast du was Schönes für uns? Dolche. Nö. Die Waffen bitte nicht anfassen. Paladin-Handschuh. Gekauft. Ritterhandschuh. Gekauft. So, du hattest schon guten Handschuh, ne? Ja. Den bekommt jetzt sie, weil sie viel zu schnell umkippt. Den bekommt sie, wenn sie noch keinen hat. Das heißt, er ist jetzt mit am schlechtesten ausgerüstet, aber dafür hält er auch am meisten aus. Nächster Schritt. Was schaust du dir da an? Axt, Speer, Stab. Schwert, Axt,
Nee, das wollte ich so nicht. Ich würde eigentlich gerne reparieren lernen, aber anscheinend wird das hier gar nicht angeboten. Wir können mal ganz kurz drüben gucken, bei den zwielichtigen Gestalten. Aber ich denke, das hatten die auch nicht.